Seid mir herzlich gegrüßt. Eine weitere Übungsaufgabe zur Interferenz mechanischer Wellen. Diesmal geht es um einen Dreifachspalt. Ich habe in der Wellenwanne einen punktförmigen Erreger, der sendet hier kreisförmige Wellen aus mit einer Frequenz von 1,5 Hertz, einer Amplitude von 2 mm. Wir sehen wie immer von der Abnahme der Amplitude mit der Entfernung ab. Und die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Wellen sei 15 cm pro Sekunde. Hier treffen diese kreisförmigen Wellen auf ein Hindernis, welches drei kleine Öffnungen hat. Öffnungsbreite klein im Vergleich zur Wellenlänge. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass nach dem Huygens-Prinzip hier hinter diesen Spalten halbkreisförmige Elementarwellen entstehen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass hier ein Berg losläuft und hier ankommt, dann erzeugt er auch hier einen neuen Berg, der sich jetzt eben in halbkreisförmigen Wellenfronten ausbreitet. Das heißt, wir können einfach davon ausgehen, dass ein Phasenzustand jetzt so von hier nach da wandert, von hier nach da und schließlich von hier nach da. Und hier treffen dann die Wellen in verschiedenen Phasenzuständen aufeinander, weil sie offensichtlich unterschiedliche Weglängen haben und interferieren. Und wir sollen herausfinden, welche Gesamtamplitude sich im Punkt P einstellt. Wenn man das mit den Zeigern verstanden hat, ist das eigentlich eine absolute Standardaufgabe. Wie immer geht es erstmal darum, was ist denn der geometrische Gangunterschied. Man könnte natürlich zunächst mal die Wellenlänge noch ausrechnen. Ich mache jetzt aber erstmal zunächst den Gangunterschied. Klar ist, der Wellenstrahl, der von E über S3 zu P läuft und über S1 zu P, die beiden haben keinen Gangunterschied, denn es ist ja offensichtlich dieselbe Weglänge. Es geht also nur darum, welchen Gangunterschied hat dieser hier bezogen auf diesen. Und das rechnen wir uns jetzt ganz einfach mit Pythagoras aus. Also wir vereinbaren wieder, alle Längenangaben seien in Zentimetern, dass ich nicht jedes Mal die nervigen Zentimeter oder Zentimeter Quadrat dazuschreiben muss. Das merkt ihr irgendwo an, wenn ihr das in der Klausur oder im Abitur macht. Ihr habt also hier 3 Zentimeter, 3 Zentimeter, hier sind 4 Zentimeter und da 2,25. Das hätte ich vorher natürlich dazu sagen sollen, sonst sieht man gar nicht, dass S1 und S3 keinen Gangunterschied haben. Hier bekomme ich nach Pythagoras für diese Länge 3 Quadrat plus 4 Quadrat, also 5 cm. Hier drüben bekomme ich 3 Quadrat plus 2,25 Quadrat. Und die Zahlen sind so nett gewählt, dass auch diese Wurzel hier schön aufgeht und 3,75 exakt rauskommt, also sind das hier 3,75 cm und hier oben, wie gesagt, genau gleich. Und jetzt ist klar, ich muss hier diese Summe dieser beiden, also 8,75 cm, in Relation setzen zu diesen 6,25 cm, den der Wellenstrahl von E direkt zu P, also durch Spalt S2, zurücklegen muss. Und nochmal, es ist nicht dieselbe Welle, also hier haben wir diese kreisförmige Welle, die erzeugt hier eine neue halbkreisförmige Welle. Aber weil eben ein Berg hier einen Berg erzeugt, können wir so tun, als würde ein und derselbe Phasenzustand hier einfach direkt durchlaufen. Und auch viel mehr gibt es in dieser Aufgabe eigentlich gar nicht zu rechnen. Rest ist, wie gesagt, Standard-Zeiger-Argumentation. Wenn es in der Aufgabe verlangt wäre, müsste man das, was ich vorher in Worten gesagt habe, noch dazu schreiben. Also, dass hier diese kreisförmigen Wellen entstehen und nach Huygens hier halbkreisförmige Elementarwellen erzeugen, weil das aber nicht explizit verlangt ist, schreibe ich es jetzt nicht als Text nochmal hin. Also zunächst mal Gangunterschied zwischen hier diesen beiden, also Wellenzug 1 und Wellenzug 3 ist 0, weil wir dieselben Längen haben. So, und dann Gangunterschied zwischen Wellenzug 1 und Wellenzug 2 sind die eben berechneten 8,75 cm minus hier diese direkte Verbindungslänge 6,25 cm macht 2,5 Zentimeter. Das muss ich jetzt über die Standardzeigerformel in einen Phasenunterschied der Zeiger umrechnen. Dazu brauche ich die Wellenlänge, die ich mir eben noch ausrechne. C ist Lambda mal F, das heißt Lambda ist C durch F. Dann setze ich hier diese Zahlen ein. Hertz ist 1 durch Sekunde, das heißt es kommt Sekunde nach oben, kürzt sich mit dem und es bleiben 10 Zentimeter. Und jetzt sieht man schon, der Gangunterschied ist gerade ein Viertel Lambda, das heißt ich werde 90 Grad Zeigerunterschied haben. Aber machen wir ruhig nochmal die formale Rechnung. Also wir wissen, pro Lambda dreht sich der Zeiger um 360 Grad und damit können wir
das über diesen Gangunterschied in eine Phasendifferenz oder Phasenunterschied der beiden Zeiger umrechnen. Das wird, wie schon gesagt, eben ein Viertel von 360 Grad sein. Also 90 Grad heißt, die Zeiger, die entlang dieser beiden Wege mitrotieren, drehen sich um 90 Grad weiter als dieser Zeiger und diese beiden zusammen haben keinen Phasenunterschied. Und damit können wir das Zeigerdiagramm ganz leicht zeichnen. Zwei Zeiger in dieselbe Richtung und der andere um 90 Grad. Jetzt muss man noch überlegen, wegen Gegenuhrzeigersinn drehen, dass man es in der richtigen Orientierung macht. Macht fürs Endergebnis aber keinen Unterschied. Okay, damit bekommen wir folgendes Zeigerdiagramm. Ich schreibe jetzt mal klein z für die Zeiger. Manchmal liest man auch sowas für komplexe Zahlen. Ingenieure schreiben gern so einen Unterstrich, ist aber völlig egal. Zeiger 2 wähle ich in diese Richtung willkürlich und dann weiß ich, Zeiger 1 und Zeiger 3 haben sich jeweils um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn weitergedreht, zeigen also beide parallel in diese Richtung. Das heißt, dieser Summenzeiger ist doppelt so lang. Dann mache ich die Parallelogrammregel, streiche die beiden aus und wenn ich einen Maßstab gewählt habe, den ich hinschreibe, kann ich ablesen. Das werden ungefähr 4,5 Millimeter sein. Das wäre die zeichnerische Lösung, also hinschreiben Maßstab. Ein Millimeter entspricht so und so viel Zentimetern und dann drunter abgelesen S-Dach gesamt in P ungefähr 4,5 Millimeter. Rechnerisch geht es genauso leicht. Also einfach Pythagoras, das hier hat die Länge 2 mal S-Dach, das hier hat die Länge S-Dach, also bekomme ich das hier, 2 Quadrat plus 1 Quadrat, gibt insgesamt 5, also habe ich Wurzel aus 5, das S-Dach Quadrat kann ich rausziehen, also kriege ich das Wurzel fünffache von 2 Millimetern. Und das sind ungefähr 4,5 Millimeter. 4,47 irgendwas, aber hier höchstens eine Nachkommastelle bei dieser Millimeterangabe. Okay, wie gesagt, Standardaufgabe, wenn man einmal das mit den Zeigern verstanden hat. Diese Erkenntnisse werden uns später in der Optik aber auch noch nützen. Da wird man nämlich auch noch den Dreifachspalt ausführlich diskutieren. Nur dass man da nicht mehr so umständliche Rechnungen mit Pythagoras brauchen, sondern eine sehr gute Näherung für den Gangunterschied kennenlernen werden. So, jetzt gab es noch eine weitere Frage. Ah ja, und hier in der Aufgabe stand, bestimme mit Hilfe der Zeigerdarstellung. Das heißt, es ist eigentlich euch überlassen, ob ihr das zeichnerisch macht und einfach ablest oder ob ihr es rechnerisch macht. Sollte auf jeden Fall so ein Diagramm da sein. Ich würde dann beides am besten hinschreiben, wenn es nicht explizit, wenn nicht explizit nur eines verlangt ist. Begründet zudem, wieso sich die Wasseroberfläche entlang der eingezeichneten Achse nirgendwo in Ruhe befinden kann. Wenn ich hier entlang dieser Achse mir die Wasseroberfläche anschaue, normalerweise kriege ich ja immer Maxima, Minima. Hier wird behauptet, bei dieser Situation kann das nicht passieren, dass irgendwo ein Minimum ist, das heißt, die Wasseroberfläche gar nicht schwingt. Das ist jetzt wieder mit der Zeigerdarstellung ganz leicht zu verstehen. Egal, wo ich schaue, hier, hier, hier. Der Gangunterschied von Zeiger 1 und Zeiger 3, der wird immer 0 sein, ja, weil das hier einfach die Mittelsenkrechte ist zwischen diesen beiden Punkten. Das heißt, kein Gangunterschied und damit sind die beiden Zeiger immer in Phase. Das heißt, sie addieren sich zu einem Gesamtzeiger der Länge 2s Dach. Und jetzt ist klar, ganz egal, wie jetzt Zeiger 2 steht, ja, der Gangunterschied wird sich natürlich verändern zwischen Zeiger 1 und Zeiger 2, je nachdem, wo ich gucke. Damit auch der Phasenwinkel. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr das hier das soll jetzt ein Kreis sein mit diesem Mittelpunkt. Dieser Zeiger wird sich irgendwie einstellen, sodass hier die Spitze auf diesem Kreis liegt. Und dann ist klar, egal wie der steht, ich schaffe es niemals, diesen Gesamtzeiger auszulöschen. Ja, also hier in der Situation würde noch ein S-Dach übrig bleiben und kleiner kriege ich das nicht hin. Das ist auch schon das Argument. Also nochmal das Bildchen zeichnen oder hier den Kreis machen und sagen, ein Zeiger kann niemals einen doppelt so langen Zeiger in der Vektorsumme zum Nullzeiger machen. Okay, das war diese Übung zum Dreifachspalt. Durchaus abiturrelevant, genau auf so einem Niveau könnte eine Aufgabe drankommen. Bleibt dran, es kommt noch eine sehr spannende Aufgabe, die vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher ist. Macht es gut, bis bald.